Ein herzliches Gut-Kick in die Runde. Freunde, die meisten von euch sind drauf gekommen. Portugal war gesucht mit dem aktuellen Spieler Cristiano Ronaldo. Hoffen wir mal, dass Portugal dieses Mal vielleicht ein bisschen besser abschneidet als sonst. Wäre ihm ja auch mal zu wünschen. Die wären ja auch mal dran durchaus für den Titel. Très bon, mais wann ist Frankreich an der Reihe? Ein Quiz über die Europameisterschaft ist kein richtiges Quiz, wenn Frankreich nicht an der Reihe ist. Wann ist Frankreich an der Reihe? Schauen wir mal, ob wir Jack diesen Wunsch erfüllen können. Wir starten mit dem 7-Fakten-Fußball-Quiz und ich bin gespannt, ob ihr das Quiz lösen könnt. Fangen wir an! Fakt Nummer 1. 1960 kam man in das Achtelfinale einer EM-Endrunde. Danach sollte es noch 48 Jahre dauern, bis man sich wieder für eine Europameisterschaft-Endrunde qualifizieren konnte. Fakt Nummer 2. 2008 konnte man sich als Gruppenerster der Quali vor Portugal qualifizieren. Fakt Nummer 3. Für die diesjährige Europameisterschaft-Endrunde konnte man sich als Gruppenzweiter qualifizieren. Fakt Nummer 4. Der Spieler Lato hat für die Nationalmannschaft über 100 Spiele gemacht und dabei 45 Tore geschossen. Fakt Nummer 5. Spieler von Bayern München, Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart gehören diesem Nationalteam an. Fakt Nummer 6. Das PGE Narodowy ist das Nationalstadion der gesuchten Mannschaft. Fakt Nummer 7 und der letzte Fakt. Die gesuchte Nationalmannschaft ist Gruppengegner von Deutschland in der Vorrunde. So, meine Freunde, schreibt die Lösung in die Kommentare rein, würde mich doch sehr freuen. Schreibt mir auch rein, wenn ihr nicht auf die richtige Lösung gekommen seid. Genießt auf jeden Fall weiterhin die Europameisterschaft und das hoffentlich gute Wetter. Leute, bleibt am Ball, macht's gut, euer Sören, ciao!